Hey, der Kundenix über hier ist wieder euer Keanu. Zurück, man. Let's play Ocarina of Time Multiverse Randomized mit dabei. Aus Sonic X89 und sorry für die Störung im letzten Part. Den Grund sage ich jetzt mal lieber nicht, dass es eher private Angelegenheit und das hat Team im Let's Play ja nichts zu suchen. Wow, 5 Rubine. Richtig gut. Also die Feen gehen mir langsam auch auf den Nerv. Ja, du hast ja noch 2. In Gerudo Valley und vor Ganon's Castle. Scheiße. Dann gehe ich jetzt zuerst mal zu der in der Gerudos Dingenskirchen. Und danach mache ich mich erwachsen und dann kümmern wir um die im Krater. Ich laufe natürlich in die falsche Richtung. Cool. Stimmt, im Krater war ja auch eine. Da vergesse ich halt immer die genaue Position, wo die war. Ja, die war nämlich, wenn man gerade von Darunias Raum rauskommt, auf der rechten Seite. Aber man braucht eben den Stahlhammer, um sie frei legen zu können. Okay, dann brauche ich mich also darum gar nicht kümmern, weil den Stahlhammer habe ich nicht. Haha. So. Dann einmal hier rüber. Erster Tempel hätte ich eine weitere Truhe frei, merke ich gerade. Im Erwachsenen-Sektion. Okay. Da, wo ich die Wolfos hatte, da musste man auch das Lied vorspielen. Dann im. Da habe ich gerade wirklich auf den Stick das Lied aus Majora's Mask gespielt, weil ich dachte, das wäre Sabi. Gott, ich glaube, mein Gehirn ist geschmolzen. Jetzt habe ich Lieder Schwing gespielt und dachte, das wäre das Warblied hier. Sehr gut. Meine Fresse, ich glaube, mein Gehirn ist geschmolzen. Ich mache nur noch Scheiße. Ich höre eine Skulltula. Wo ist hier in dem Raum ne... Hä? Hä? Außerdem, was ist der Sinn dieses Raumes? Ach, was da oben! Was ist da oben? Was ich eigentlich sagen wollte, ist, im Geistertempel konnte ich an 2 Stellen an keine Truhen rankommen, weil mir ja Zeldas Wiegenlied gefällt hat. Das kann ich mir jetzt ja auch holen. Ach, da oben komm ich nicht ran, oder was? Ne, da oben. Das heißt, der Geistertempel wird dann das letzte sein, an das ich mich noch gerade erinnert habe. Toll, da oben komme ich 3 nicht. Weitere Truhen. Da oben komme ich nicht ran, weil mir der Enterhaken fehlt. Scheiße. Also Spiel, du weißt, was du zu tun hast. Mir den Enterhaken geben, ja. Yep. Oder den Bumerang, eins von beiden. Oder Rutus Brief. Wäre alles nice zu haben. So, geh kaputt. So. Langsam wird's Wetzlerspiel. Ich kann mich noch beherrschen, aber irgendwann ist dann auch mal der Punkt angelangt, dass auch ein Chaos-Sonic chaotischer wird als normal. Oh, sind wir also noch nicht an dem Punkt? Ups, das ist das Falsche. So. Hopp. So, jetzt der Krater. Ach, hier bin ich jetzt. Alles klar. Ja, da brauche ich einen Schlüssel, das ist klar.
Okay, du willst mich also nicht dorthin bringen, dann machen wir das halt schnell manuell. So. Na komm. Jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Ich wollte ja zu Dingens. Zu dieser aufgesprengten Tür. Das kann ich ja jetzt mit diesem Wasserstand. Ohne Probleme. Na gut. Bisher waren die Fangquelle alle ein Witz. Oder sie waren schon alle ein Witz. Ich kann nicht zählen. Sie oder waren bisher alle. Scheiße. Okay. Bomben. Sie waren alle unbrauchbar. Bisher. Mm. Ich könnte mich jetzt nicht erinnern, welche Fangquelle ich noch übersehen haben könnte. Hier in der Wüste, die hast du dir gerade geholt, ne? Ja, die habe ich geholt. Die beim Schloss habe ich, es sind 6. Die beim Zora habe ich. Dann die auf dem Gebirgspass habe ich. Ganon Schloss hast du auch, ja. Ja. Ich glaube, ich habe alle 6. Ups. Wenn ich mich so zurückerinnere. Da muss ich wahrscheinlich doch am Ende die Eishöhle richten. Yep. Kannst du ja jetzt problemlos hingehen. Mm. Je nachdem, was hier die Truhe sagt. Ob sie brauchbar ist oder nicht. Und sie ist. Halb, halb. Ja, ist debattierbar. Weder das eine noch das andere. Sehr gut. Warum bist du da runtergerutscht? So. Dann nochmal. Ich habe nicht allzu viele Kisten. Na. Na komm, hoch. Hoch. Hallo. Oh. Na, endlich. Muss ich schauen. Komme ich irgendwie auf der in ihre Hand? Ja. Wow. So eben. So dann eben. Habe ich noch 2 weitere Truhen. Hoffentlich bringen sie uns was. Ich bezweifle es. Jetzt wo ich schon so enttäuscht wurde im Moment. Und es geht nahtlos weiter. Uff. Warum gehe ich denn hier rein? Das war der falsche Raum. Ich wollte in den, wo ich wieder hochkomme. Ja, da kann ich im Feuertempel mal einen Raum weiter. Wenn ich jetzt Gleitstiefel hätte, hätte ich ihn abfließen können. Ich würde sagen, mach aber erstmal die Eishöhle weiter. Weil das kannst du definitiv beenden. Weil du musst ja unten nicht zu dieser Tür tauchen, die ist ja eigentlich unnötig. Das erste, was ich jetzt hier noch schnell mache, ist hier die Abkürzung aufmachen. Da muss ich nicht immer wieder außen rum. Ja, eben. Eben. Hier lang. So, dann wär's das gewesen. Da komme ich ja leider noch nicht dran. Na komm. Oder vielleicht kann ich ja hier mit irgendwas zufällig triggern. Nein. Auch nicht gut, die dahinter. Ja.
Ich habe gedacht, dass er vielleicht ein Anstalter wäre. Ja. Müsste dann normalerweise nicht irgendwas sein, das die Tür öffnet? Vielleicht in einer dieser Kisten? So, stirb. Ich hoffe mal. Yay, Rubine. Okay. Hast du die richtige Wirbelattacke gemacht dahinter? Ja, natürlich, ich habe die voll aufgeladen. Komisch. Hä? Wie ging diese verdammte Tür nochmal auf? Oder sind da irgendwo Fackeln? Ne, habe ich gerade schon geguckt. Aber ich kann ja einfach mal. Weil irgendwas muss ja versteckt sein. Du mach mal da, wo das Kult ist. Ist es da noch etwas versteckt? Wow. Ich wusste. Wie miese Fiesfurzigkeit, ey. Eine Fackel, natürlich. So, 50. Gut, ich brauche mir keine Skulltulas mehr holen. Das heißt, die Belohnung... Ich sollte eventuell auch den richtigen Weg gehen, ne? Die Belohnung gehört mir auch. Ja, komm. Du interessierst mich in Kack. So. Na komm. Alles klar. Gut. So, dann wollen wir mal. Ich bin ein Idiot. Ich bin so tief in Gedanken gerade versunken. Ja, genauso wie ich. Wieso nehme ich nicht die Wundererbse da? Wieso gehe ich den langen Weg? Oh Gott, wir beide sind gerade irgendwo anders. Hm. Gut, ich kann meine Dummheit noch entschuldigen. Ich habe nämlich noch ein anderes Problem, das ich jetzt lieber nicht näher nenne. Was mich ein bisschen noch andererseits noch ablenkt. Vielleicht behindert es mich sogar im Denken. Wer weiß. So. Habe ich noch ein blaues Feuer übrig gelassen, wenn ich schlau bin? Ja. Ja, bin ich. Ich habe noch eins übrig gelassen. Sehr gut. So, nun aber. Zack. Jetzt war ich. König noch entfrieren. Schlau. Macht es. So. Ma, ma, ma. Ma, ma, ma. Sehr gut. Noch 50 Rubine. Wow, sehr gut. Hm. Der hat ja richtig Bock, dir was zu geben. Ja. Und das Schlimme ist, ich kann nicht auf dem Grund des Sees nachschauen, was es ist. Weil ich keine Stelle gefunden habe, an der ich tief genug runtersehen könnte. Shit. Das ist natürlich dumm. Weiß mal schon, was ist da drüben? Okay, das ist schon mal Müll. Aber ich will mal etwas versuchen. Wenn ich genug weit runter tauche, kann ich es dann vielleicht sehen? Na. Doch, irgendwas Goldenes? Ich kann es nicht identifizieren, was das ist. Ich auch nicht. Irgendwas Goldenes da. Ne, sorry, ich kann das nicht identifizieren.
Also ein Skulltroll-Token kann es nicht sein, die haben wir nicht geschafft. Was könnte es dann sein? Also die Pfeile habe ich ja alle. Außer bei dir fällt irgendein goldener Rubin. Stimmt, könnte sein. Das könnte sein. Also das wäre dann sehr unnötig. Und ich hab die chillige Ice Cavern. Wow, Vanilla, ja, wie langweilig. Nein, ich meine chillig in der Musik, aber es ist nicht Vanilla. Also. Ja, damit habe ich jetzt alle drei gefunden. Kommst du nicht weiter? Ich will noch kurz markieren, damit ich weiß, dass das auch einer ist. Dann weißt du schon mal, was die nächsten Dungeon alles sind. Oh, ich komm nicht an das Ding ran, ey. Ich bin gerade zu dämlich. Ich bin ruhig, Bruder Eiswolf. Aber ich hätte mich mehr über den normalen Eiskevin gefreut. Der ist mir ein bisschen zu verwirrend. Oh. Ich hasse diese Stelle in Master Quest so sehr. Es ist so schwer, da irgendwie hochzukommen. Ich hab damit immer meine Probleme. Da ist noch eine. Au! Da weil die blöde Kuh sich nicht festhalten will. Wie möchte man das denn richtig machen? Ich glaube, man musste die wählen und dann unten drunten direkt auch einer ist. Ja, hat allerdings nicht funktioniert. Ich habe den Fanghaken. Ich komme an die ganz oben gar nicht ran. Aus irgendeinem Grund. Ja, da kommst du da, glaube ich, gar nicht mehr weiter ohne den Enterhaken. Das Problem ist, auch im Master Quest sollte man den Enterhaken nach diesem Raum bekommen, ne? Ich glaube, im Master Quest bekam man den im mittleren Raum bei diesen dreistöckigen. Echt jetzt? Oh Gott. Ja. Das wird's erklären. Oder ich guck mal, was ich mit den Gleitstiefeln machen kann. Okay, der Boss für den Massentempel ist schon mal gesichert. Das heißt, ich kann den Boss machen. Sehr gut. Aber erst nach diesem Dungeon hier. Okay, das selbst das bringt nichts mit den Gleitstiefeln. Alles klar, dann kann ich das hier vergessen. Oh. Genau deswegen hasse ich diese Master Quest Version mit diesen verdammten Steinen. So, mal eben geheilt. So, und den Schalter muss ich jetzt noch aktivieren, der da unter dem Eis versteckt ist. Was kann ich denn machen? Was habe ich denn für Schlüssel? Gerudo Trainingsground.
Gehst du da hoch? Nein! Danke. Ich will nicht! Kann ich da ignorieren? Ups. Aber das nicht. Nope. Sehr gut. Hat der auch Maximum oder fällt noch eins? Ja, ich hab Maximum. Okay. War jetzt wieder nicht das, was wir uns erhofft haben. Hm. Grotto Trainings Ground, da kann ich einmal in den Raum mit den Zeitfelsen gehen und dann mir im Schlüsselraum noch eine Truhe holen. Sehr gut. Das heißt, dahin will ich jetzt. Also noch in die Richtung. Ich höre überall Kühe. Hm. Moon. Okay. Na, muss ich nicht hoch. Warum hast du da jetzt Probleme runter zu... Ich kapiere das Pferd wirklich nicht. Ich habe so Probleme, das Vieh zu verstehen. Da brauche ich... Eigentlich brauche ich da gar nichts zu machen. Ich kann einfach weiter. Und das sind mir scheißegal. Yep. So. Lass mich rein, Alte. Du fieser Dreckskerl. Was hat er gemacht? Der hat mich fast getroffen mit diesem Überraschungsangriff. Ich konnte gerade noch rechtzeitig zur Seite ausweichen. Wow. So richtig ultra-instinktmäßig. Wow. Yeah. Oh nice. Oh nice. Vanilla. Und oh nice. Kleine Schlüssel für den Schattentempel. Den habe ich gebraucht, ey. Ist der angekommen? Keine Ahnung. Aber schön, du kannst im Wassertempel weitermachen. Schattentempel ist angekommen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Mm. Ja, dann ist auf jeden Fall der Wassertempel mein nächstes Ziel. Aber sehr jetzt will gut. Ich schnell den Grund des Sees nochmal ansehen. Und ob das wirklich ein 200er ist oder nicht. Und ich werde dann gleich, wenn ich hier fertig bin, zum Schattentempel gehen. Ich will da runter, danke. Ach, das ist so ein scheiß Nein, das Level, ist das okay. Eck. Das ist das Eck. Sehr interessant. Da war also das Eck. Ich hoffe nur, es ist nicht nass gesogen worden die ganze Zeit, dass es da unten war. Also voll gesogen. Auf jeden Fall hast du jetzt auch die Lon-Lon-Farm mehr oder weniger, wenn du dann bei Zelda warst. Aber mach mit zuerst den Mathe-Tempel. Ja. Das kann ich auch früher oder später immer noch. Eben.
Je nachdem, was der Wassertempel-Boss mir gibt. Wenn er mir ein Medaillon gibt, muss ich mal schauen, ob ich vielleicht schon in den Platz reinkomme. Oder ob er noch mehr braucht. Oh, ist gut, Scheißteil. Oh, ich will doch nur daran. Ich hab den berührt. Hä? Was zur Hölle? So, jetzt darf ich zusehen. Wie komme ich an dieses Teil daran? Die Strömung mag mich ja nicht besonders gerade. So, dann mache ich zuerst den Boss. Der ist gerade am nächsten. So, dann mache ich mal kurz mal einen Sicherheitsspeicher. Ich weiß nicht, was letztes Mal passiert ist. Ja, Moment, ich speichere ebenfalls mal kurz zwischen. Wir müssen den Part nämlich auch an der Stelle beenden. Okay. Das heißt, wir sehen beim nächsten Mal, was in der Truhe und was bei Morpha ist. Das war euer Keanu mit Let's Play Ocarina of Time Multiworld Randomized mit dabei war. Sonic X89. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.